Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. Die Grafik von Call of Duty ist immer auf den neuesten Stand der Technik, deswegen muss ich hier eigentlich erstmal einen Punkt abziehen. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden, Freigabe. Ghost befindet sich in der Gefahrenzone, das scheint ihn aber nicht wirklich sonderlich zu stören. Die Rakete können wir jetzt selber in die Basis der Gegner steuern. Das finde ich eigentlich ziemlich innovativ und deswegen muss ich jetzt hier nochmal einen Punkt abziehen. Verdammte Scheiße. Treffer. Ziel zerstört. Das Ziel wurde so eindeutig zerstört, dass man es nicht unbedingt nochmal über Funk mitteilen müsste. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick. Sind wir im Krieg? Der oberste Kommandant der CIA fragt, ob wir im Krieg sind. Dabei müsste er das doch am besten wissen. Barney, die Kutz-Brigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Außerdem nennt er einen Terroristen ambitioniert und scheint ihn förmlich zu bewundern. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Doug McTavish. Holen wir uns diese Bastarde, LT. Das wird klasse. Soap freut sich richtig auf den Einsatz. Endlich mal wieder ein paar Terroristen jagen. Alpha Team bleibt an Bord und landet weiter weg. Beide Teams treffen sich in der Mitte. Denkt daran, wir wollen Hassan lebend. Nur im Notfall töten. Ist es nicht immer ein Notfall, wenn ein verrückter Terrorist eine Waffe auf mich richtet? Alpha, wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten. Ghost, wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Ghost will lieber Hassan fangen, als seinen Freunden zu helfen, die gerade im Sterben liegen. Dieser Kollege überlebt den Beschuss ohne einen Kratzer und kann sogar 2 Minuten später wieder mit uns an der Mission teilnehmen. Ist in Ordnung? Ja, die Platte hat's aufgehalten. Und da ist er wieder. Hey. Jetzt können wir die Absturzstelle sichern. Alle Bravos draußen sammeln. Negativ. Wir sichern die Position und rücken vor. Falls Hassan noch hier ist, dann vor uns. Während wir die Absturzstelle sichern, kommt Sergeant Parker einfach um die Ecke gerannt. Ey, den Typ hätte ich fast erschossen. Luftunterstützung macht jetzt alles platt, hätten aber eigentlich auch schon mal früher eintreffen können, oder? Ein Schütze weniger. Er war hier. Das ist eine verdammte Kommandozentrale. Wenn das eine Kommandozentrale sein soll, dann brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen mehr zu machen. Das. Alles auf Englisch. Heilige Scheiße. Ich bin mir sicher, dass dieser Container irgendwie an eine Stromquelle angeschlossen werden muss, damit die Lämpchen leuchten. Ist aber nicht so. Okay, alle raus. Heute noch, wenn ich bitten darf, raus! Alle unwichtigen Personen müssen den Raum verlassen, Klischee. Gold Eagle hier an Ghost. Evakuieren und Beschuss anfordern. Diese Waffen werden zerstört. Alles klar, Kommando. Amsterdam. Niemand weiß, woher diese Raketen kommen. Da schmeißt Laswell einfach mal Amsterdam in den Raum und hat damit auch noch recht. Negativ. Das hier nicht. Hoffentlich führt es uns zu dem mit der Ladung. Ich melde mich. Gas. Alles klar. Bereit, Captain. Offensichtlich hat Pierce niemandem gesagt, dass dies eine Tauchermission ist, denn er hat immer noch seinen Hut auf. Folgen wir ihm. Anschließend klingt sich Pierce hier am Boot ein und lässt sich bis zur Morgendämmerung hinterherziehen. Als er dann aus dem Wasser auftaucht, hat er immer noch seinen Hut auf. Scheinbar ist er festgeklebt.
Alles klar, Leswood in Position. Du hast verschlossen. Mir nach. Leswood, wir gehen. Wie genau hat Pierce hier das Schloss geknackt? Vor allem, warum ist es verschlossen, wenn es eine Sekunde später dann doch auf ist? Was macht das für einen Sinn? Diese Typen haben scheinbar nicht mitbekommen, dass die ganze Zeit am Hafen rumgeballert wurde und sind einfach auf dem Boot geblieben. Das Kartell trifft sich mit Alcatala. Smartphone ohne PIN. Café Gracht. Irgendwas passiert da gleich. Wann? Eine Stunde. Moment. Zwei Kartellwachen am Ende der Brücke. Hab Sichtkontakt. Halte deine Waffen versteckt. Mal sehen, ob sie sich aufteilen. Woher weiß Leswell, dass dies zwei Kartellwachen sind? Könnten doch auch ganz normale Touristen sein. Einer geht. In meine Richtung. Ich folge ihm. Ich nehme den auf der Brücke. Unterwegs. Hey, langsam, Kumpel. Einer zu viel, was? Wache ausgeschaltet. Brücke ist sicher. Dieser Typ schläft scheinbar immer mit offenem Mund. Ich übernehme. Schnauze. Willkommen. Watcher 1, Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Bestätigt. Kartell hinter uns. Watcher 1, wir werden beschossen. Erst sind wir die ganze Zeit undercover und dann schießen wir einfach mal in die Menge rein. Bin mir sicher, dass das am Abend in den Nachrichten gelaufen ist. Watcher, Zeit zu gehen. Okay, unterwegs. Rein mit ihm. Gut gemacht. Du auch. Okay, ist das FBI involviert? Eine Stunde entfernt. Momentan liegt alles bei euch. Bereithalte. Rodolfo, vergiss diese Migranten. Das Spiel suggeriert mir hier, dass Migranten Menschen zweiter Klasse sind. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wir müssen eingreifen. Der Terrorist Hassan ist hier gerade über die Grenze geklettert. Mit einem gezielten Kopfschuss hätte ich ihn töten können. Aber dann wäre ja das Spiel vorbei. Ich gebe Deckung. Elektronisches Garagentor mit zwei Händen öffnen. Ja, das funktioniert natürlich. Willst du auch runter mit der Waffe? Treten Sie zurück. Okay. Sofort. Der Typ kommt mit einem Baseballschläger zur Schießerei. Hassan könnte alleine sein. Nicht lange. Spezialeinheit runter! Zum Teufel! Verschwindet aus meinem Haus! Ich will dir nichts tun. Ich suche jemand anderen. Alaberga, bewache sie! Der Mann, der eben hier durchkam. Wo ist er? Ah, Mierda. Watcher, schicken Sie Hilfe. Ein Zivilist ist verletzt. Schicken Sie Hilfe, ein Zivilist ist verletzt. Bruder, ich habe den Typ gerade in den Kopf geschossen. Die Scheißwaffen fallen lassen! Sofort. Tu einfach, was Sie sagen. Wir klären das. Typisch amerikanische Polizei, nimmt man eine Sekunde zu spät die Hände hoch, wird man direkt über den Haufen geballert. Wir verfolgen eine Terroristin. Komm jetzt, warte. Das sind ihre Leute. Ist schwierig, euch vom Kartell zu unterscheiden. Wo ist er? Haben ihn zu. Terroristen schießen mit Raketenwerfer auf uns. Kein Problem, alle überleben das. Sind.
Rennen, Dallas. Schaut mal auf den Typ im Hintergrund. Der steht so nah am Benzin, dass er eigentlich selber mit den Flammen aufgehen müsste. Und hier um zu kämpfen. Nein. Lasst ihn brennen, wie Gorbrani brannte. Hey, ich seh rauf. Wie ist dein Status? Rodolfo, ich geh jetzt rein. Coronel, nicht. Ich komme nicht raus. Rodolfo, wo bist du? Hör zu, Hassan ist nicht hier. Wie es aussieht, bringen sie ihn weg. Rudi! Etwas überquert den Atlantik. Es ist ein Schiff. Es liefert irgendwas. Rodolfo hat zwar einen Schuss ins Bein abbekommen, ich bin mir aber sicher, dass er sich irgendwie aus dem Raum retten könnte. Trotzdem gibt er einfach auf und überlässt seinem Leben den Flammen. Schicken Soap und Ghost mit der nötigen Unterstützung, um sich den mexikanischen Spezialeinheiten anzuschließen. Wir können keinen Krieg in Mexiko starten, General. Natürlich nicht. Ich beauftrage Philip Graves und seine Shadow Company Söldner als Unterstützung. Mit ihren Einsatzregeln können wir das leichter durchziehen. Amerikanische Regierung beauftragt Söldner, um Gesetze leichter brechen zu können. Nenn mich Soap. Lieutenant. Lass mal sagt, alles sagen Ghost. Eigentlich glaube ich, es wäre ihm lieber, wenn... Das ist wenn... genug. Willkommen in der Santa Selen. Ich war noch nie in Mexiko. Das ist nicht Mexiko. Das sind Las Almas. Wenn das nicht Mexiko ist, warum ist dann die mexikanische Spezialeinheit hier im Einsatz? Übrigens habe ich mal nachgeschaut. Las Almas ist tatsächlich in Mexiko. Also wie viele Punkte soll ich jetzt hier abziehen? 2? Naja, die Grafik ist ganz gut, deswegen lasse ich mal bei einem Punkt. Das ist mein Stellvertreter, Sergeant Major Rodolfo Parra. Rodolfo, der eben noch einen Schuss ins Bein bekommen hat und in den Flammen fast gestorben ist, fährt jetzt einfach das Auto. Wir lieben die Stadt. Wir würden für sie sterben. Mann mit Maschinengewehr und Sturmmaske möchte einen Ballon kaufen. 3, 2, 1, entra, entra! Sicher, los! Zivilisten? Sind weg. Das Kartell hat übernommen. Ist jetzt ein Unterschlupf. Guter Ort, um Hassan unterzubringen. Bewegung! Contacto! Alle mit das Vorrücken! Copiato! Mein Rekord! Sie sind am Boden. Vorwärts! Ohne groß nachzufragen, werden hier einfach alle Typen über den Haufen geballert. Mal ohne Spaß, hier sterben mindestens 50 Leute. Die Armee kommt. Scheiße. Was ist los? Die Armee. Wir kriegen Verstärkung. Negativ. 03, Rückzug, sofort. Verstanden. Was sollen wir tun? Meine Männer decken. Sind Sie sicher? Rücken wir ab. Du meinst wir gegen die scheiß mexikanische Armee? Nicht direkt. Diese Truppen arbeiten fürs Kartell. Sie helfen dem Kartell, Hassan zu beschützen. Nicht feuern. Wir verschanzen uns, bis meine Männer sicher sind. Mehrere Fahrzeuge, Truppentransporter, leicht gepanzert. Nicht feuern. Lasst sie rankommen. Feuer frei! Anstatt die Gegner vorher abzuschießen, warten wir lieber, bis die Gegner uns zuerst sehen und zuerst auf uns schießen. Schön, dass alle deine Männer sicher sind. Wir sind jetzt nur noch zu dritt gegen die ganze Armee. Der grüne Router, wir schütteln sie in den Bergen ab. Ausschwärmen und in der Nähe bleiben. Die alte Route? Geradewegs zur Brücke. Rodriguez! Rodriguez hat gerade schon wieder einen Schuss abbekommen. Scheinbar ist er gut im Kugelfang. Evakuierung anfordern.
Sie, Kommandante. Nachdem wir nun fast 20 Minuten mit der Armee gekämpft haben, fällt Alejandro ein, dass wir ja vielleicht mal eine Evakuierung anfordern könnten. Forrest, da kommen noch mehr. Weiter. So was von Rodolfo gehört? Nein, kein Funkkontakt. Gut, da. Dann weiter. Hier durch. Die Berge blockieren den Funk. Vor 20 Minuten waren wir noch nicht in den Bergen und du hättest eine Evakuierung anfordern können. Mexikanische Armee schießt mit Raketenwerfer auf Menschen und die überleben das auch noch. Rodriguez hat gerade noch eine Kugel eingefangen. Diesmal glaube ich, ist er aber wirklich tot. Du hast uns in eine Sackgasse geführt. Wir springen von hier. Verliere deine Waffe nicht. Du bist dran, Sergeant. Diese Jungs wären gut beim Red Bull Klippenspringen. Atme noch. Den Fluss runter zur Brücke. Die Felsen als Deckung nutzen. An alle Einheiten, hier Victor 01. Hört mich jemand? 01, hören Sie mich. Erhole, hören Sie mich. Das Funkgerät empfängt was. Klingt amerikanisch. Kommen Sie, Feuer frei. Kontakt vor uns. Während Pierce einen Fluss durchschwimmt und mit beiden Händen seine Waffe hält, kann er immer noch optimal zielen. Fahrzeuge auf der Brücke! Sind die von uns? Scheiße! Wir müssen nicht hierbleiben und evakuieren. Gegen diese Panzerung richten wir ein Scheißhaus! Wer zur Hölle ist das? Commander Graves, Shadow Company. Sie gehören zu uns. Shadow 1, Bravo 07, gut geschossen. Treffer. Die angeforderten Söldner ballern die Brücke kaputt, die scheinbar die einzige Versorgungsstraße zum oberen Dorf im Berg ist. Shadow 1, bereithalten. Los geht's. Ich fahre. Seid ihr bereit, Hassan zu schnappen? Mit Feuerschutz von oben? Alles nass, aber die Frisur sitzt. Drei Wettertaft. Verstanden. Wir stoßen unmittelbar zum Ziel vor. Shadow 1 Ende. Shadow 1, ein Truck verlässt die Stelle und fährt nach Westen. Bestätigt. TV, stelle Sichtkontakt zum Truck her. TV verfolgt das Fahrzeug. Der Truck bewegt sich jetzt in südwestlicher Richtung auf dem Feldweg. Vor ihnen sind Unbekannte. Sieht nach noch mehr Bauern aus. Warte. Seht ihr irgendwelche Waffen? Nee. Die angeforderten Söldner Shadow Company haben ein Luftschiff mit allerlei Raketen und Waffen. Die sind besser ausgerüstet als das amerikanische Militär. Keine Wirkung. Schieß mit einer Rakete oder dem 40mm auf das Tor. Gute Arbeit. So geht das. Finger vom Abzug. Wenn man im Hinterkopf hat, dass wir immer noch auf einer verdeckten Operation sind, scheint mir das irgendwie nicht mehr so verdeckt zu sein. Verstanden. Exfiltration ist auf dem Weg. Schnauze! Dann werden die ihm zahlen. Immer zur rechten Zeit, General. Hätte deinen Arsch nicht zurückgelassen. Das hier ist von Almeida. Wir könnten auf Widerstand stoßen. Aber Luftunterstützung, wir schaffen es. Das war's. Los. Shadow 1, Gebiet gesichert. Es geht zurück zur Basis. Rodolfo scheint es tatsächlich nicht so schlecht zu gehen, so wie er hier angeheizt kommt. Köder
rauswerfen und an Land ziehen. So will ich das haben, Shadows. Oh, ich liebe diesen Scheiß. Der typische Amerikaner-Typ freut sich darüber, dass er gerade über 200 Menschen getötet hat. Und weil es so schön war, geht's gleich im nächsten Dorf weiter. Dieses Dorf hat tatsächlich alles, was man zum Leben braucht. Ein Restaurant, eine Kirche, eine Tankstelle und alles andere Mögliche, was wir direkt in Grund und Boden feuern. Zum Schluss zerstören wir dann noch die Brücke, die der einzige Versorgungsweg zum Dorf ist. Na, da freuen sich die Einwohner. Ja, das sei Dank. Verstanden. Bravo 07, Landezone gesichert. Fortfahren. Verstanden. Shadows rücken ab. Auf die Knie. Und, klarer Empfang? Kristallklar. Alles klar. Okay, wir sind live, Freunde. Sprichst du Arabisch? Nein. Farsi? Nein. Typisch. Dann spreche ich euer Bastard-Mittelalter-Englisch. Denn ihr seid alle ungebildete Hunde. Also, wir legen hier einen miesen Start hin, Hassan. Du redest mit einem Kurzoffizier. Du kommandierst eine fremde Terrororganisation. Das gleiche gilt für dich. Wo er recht hat, hat er recht. Die Amerikaner haben immerhin gerade zwei Dörfer platt gemacht, in denen unschuldige Zivilisten gelebt haben. Trotzdem werden die Amerikaner natürlich immer als die Guten dargestellt. Du wirst mich noch respektieren, wenn deine Nation brennt. Du spielst mit einem Kartell, Hassan. Und wenn du verschwindest, niemand wüsste, wo deine beschissenen Überreste sind. Ich wette, ihr würdet mich nur zu gerne foltern. Woher stammen die amerikanischen Marschflugkörper? Mir ist egal, woher sie stammen. Ich will wissen, wohin sie gehen. Sieh dich um, Hassan. Entweder gibt es eine Raubtierfütterung, oder du redest. Ich bin eine Geisel. Das ist illegal. Du bist ein Kriegsgefangener. Iran ist nicht im Krieg mit Mexiko. Ich breche keine Gesetze. Dieser Mann und seine Leute sind die Gesetzesbrecher. Du und dein geliebter General Gorbrani habt jedes... Sprich seinen Namen nicht aus! Ihr habt ihn ermordet und werdet dafür büßen! Ich will den Bastard entweder hinter Gittern sehen oder ganz, ganz tief unter der Erde. General, Hassan zu töten ist ein Kriegsverbrechen. Ihn festzuhalten illegal. Wir müssen ihn vorerst gehen lassen. Leswell fällt plötzlich ein, dass Hassan zu töten ein Kriegsverbrechen wäre. Frage ich mich, was mit den ganzen Dörfern ist, die ihr gerade in Grund und Boden geschossen habt. Kein Kriegsverbrechen? War was auf seinem Telefon? Positiv. Ich habe was. Gut. Jetzt bringen Sie ihn zurück und lassen Sie ihn gehen. Los, geh mir! Nach gut 3,5 Stunden Spielzeit lassen wir Hassan, den Bösewicht des Spiels, einfach wieder frei, weil sonst wäre das Spiel hier zu Ende. Die Daten, die wir in Mexiko auf Hassans Handy gefunden haben, kamen von einer Funkzelle aus Spanien. Er hat mit irgendwem dort telefoniert, als wir ihn gefasst haben. Roger. Warten. Gas? Kein Wind. 200 Meter. Mein Zeichen. Bravo. Wie sieht's aus? Bravo, der Status? Treffer, Watcher. Zwei tot. Sehr gut. Drückt vor und seht, was ihr rausfindet. Wir sind jetzt zwar im Tarnmodus unterwegs, ich bezweifle aber, dass die Wache, die direkt neben uns vorbeiläuft, uns nicht sehen würde. Wir sind ja immerhin nicht unsichtbar. Prüfe das Gebäude mit deinem Herzschlagsensor. Sicher, drin ist nichts. Roger, in Bewegung bleiben. Herzschlagsensor. Keine Ahnung, ob es das wirklich gibt, aber klingt für mich irgendwie unlogisch. Yeah.
Sergeant. Mercer schlägt direkt vor meiner Nase ein. Kein Problem, ist nichts passiert. Du kannst die Straße überqueren und nach einem Weg hineinsuchen. Verstanden, bin unterwegs. An alle Einheiten, Sie haben den Alarm ausgelöst. Das heißt, Sie sind auf höchster Sicherheitsstufe. Pass auf, Gas. Immer, Kate. Mehrere offene Tore um das Hauptgebäude. Terroristen bestellen anscheinend auch gerne Pizza, so wie ich. Die Billig-Cola vom Aldi hat es bis in Call of Duty Modern Warfare 2 geschafft. Respekt. Heilige Scheiße. Das ist definitiv ein Außenposten des Kartells. Was siehst du? Tonnenweise Drogen. Das Lagerhaus ist voller Waffen, Pillen, Rohstoffe. In diesem Lagerhaus finde ich mindestens noch weitere 5 Container mit Kokain und allen möglichen anderen illegalen Gegenständen. Hier liegen bestimmt 200 Tonnen Kokain herum. Aber egal, die Drogenfahndung brauchen wir jetzt nicht einschalten, weil wir haben ja eigentlich ein anderes Ziel, denn wir müssen ja rausfinden, wo die Raketen herkommen. Und deswegen drücken wir da einfach mal ein Auge zu. Lüftungsgitter einfach mit bloßen Händen abgerissen. Hulk lässt grüßen. Gas hat anscheinend ordentlichen Spaß beim Menschentöten. Hab was gefunden. Was? Blaupausen. Hinter diesem Ort steckt mehr als vermutet. Da sind Tunnel unter dem Leuchtturm. Dann sollten wir zum Leuchtturm. Wir treffen uns draußen. Verstanden. Ich weiß nicht, ob sie im Video so gut hörbar ist, aber hier in der Halle hallt die Stimme von Gas. Das finde ich schon innovativ und wenige Spieleentwickler denken daran eigentlich, deswegen muss ich hier tatsächlich mal einen Punkt abziehen. Captain, diese Typen sind nicht vom Kartell. Bestätigt. Gas, sprechen Sie Arabisch? Da kommen 4 schwer bewaffnete Typen auf mich zu und die einzige Frage ist, ob sie Arabisch sprechen. Macht es denn einen Unterschied? Soll ich mich mit denen etwa anfreunden oder wie? Hallo, also wenn ihr kein Arabisch sprecht, würde ich euch gerne auf ein Bier einladen. Wie fändet ihr das? Komm mal rein, Gas, nicht feuern. Verstanden. Such einen Weg in diese Tunnel. Vielleicht hinter irgendwas an der Wand oder im Boden versteckt. Du, ich hab da so eine Markierung, die mir den geheimen Tunnel einfach anzeigt. Ob der dann wirklich so geheim ist? Verstanden. Bin direkt gegenüber. Ich habe hier Probleme, John. Okay, wir kommen. Gas, richte deine Waffe aufs Meer. Was ist los? Boote nähern sich. Sieht aus wie Al-Katala. Sie haben Waffen. Kontakt! Greife an! Kate! Anstatt anzugreifen, solltest du vielleicht schleunigst mal den Motor des Bootes anwerfen, um einfach wegzufahren. Nur so ein kleiner Tipp. Lebenszeichen. Woher stammt das? Usikstan. Da. Sie fahren nach Osten. Vermutlich nach Al-Masra. Aus dem kurzen Ausschnitt kann Pierce erkennen, dass sie nach Osten fahren. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Commander, Al-Katala ist hier. Okay, ich sehe sie. Du fährst zum Sammelpunkt. Wir sehen uns da. Ja, ma'am. Captain, die Zeit ist reif. Keine Ahnung, wo Pierce diese Frau aufgegabelt hat, aber sie hat eine kleine Armee mit sich und kann super Motorrad fahren.
es geht los. Verstanden.